Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Fallout 4. So, wir sind heute auf der Suche. Wie hieß er gleich noch? Er hieß. Nick Valentine hieß er, genau. Wir wollen Nick Valentine finden. Wir sind eigentlich auch schon fast da. Wenn wir nicht gerade die Welt auf uns... Wo ist deine Waffe? Mein Freund. Psst, ich bin ganz Ohr. Mein Freund. Vorräte tauschen, kein Problem. Sag mir mal ganz ehrlich, was hast du mit deiner schönen Laserwaffe gemacht? Hast du keine Munition mehr dafür? Bist du dämlich oder... Mal ganz ernsthaft. Ich weiß nicht, aber eine Schrotflinte passt doch gar nicht zu dir. So, dann gehen wir jetzt mal los. Schnapsglas mit. Moment, was zum... Der hat mich gesehen, oder? Oder hat er mich nicht gesehen? Da, Martiale! Oh, Victor. Nein, aber natürlich, Preston läuft einfach rein. Du hast ihn kalt gemacht, Scheiße! Ja, das war mein Plan. Denkst du, ich lasse euch leben? Toter Schütze. Oh. Was geht jetzt ab? Ich bin voll langsam. Was ist das denn? Ach so, das ist jetzt eh alles verlangsamt, glaube ich. Genau. Das war jetzt der Skill, den ich habe. Von diesem Anzug. Bälle und mach Sockenhalter aus deinen Eingeweiden. Ah, da hinten, genau. Preston, bist du schlecht? Erübt sich diese Frage eigentlich? Weil du schlecht bist. So, Preston, willst du jetzt wieder aufstehen? Ja. Eine Maschinenpistole. Nehmen wir mal mit. So, was haben wir denn hier drinne? Grundkorken. Tape. Dinnergabel. Grundkorken. Essen. Das war doof. Oh, hier ist ein Safe. Experte. Das war nicht sehr expertenhaft. Das schon eher. Das wär's. Das Geräusch war gut. Preston läuft natürlich rein. Hier war eine Falle. Jetzt den ganzen Schrott kann ich gar nicht mitnehmen, dann bin ich gleich wieder beladen. Ja, ein bisschen geht noch. Komm, der Pümpel, Bisschen hiervon. Schon auch wieder schwer. Patronen, Teerbeere.
hab sie gesehen. Willst du, dass ich einen Herzinfarkt kriege? Hier ist nichts. Was? Warte mal. Eröffne das Feuer. Oh, Preston, du bist so ein Idiot, Mann. Wo sind sie? Da sind sie. Den treffe ich nicht aus irgendeinem Grund. Das ist auf jeden Fall was für hilfreich, nicht? Ich werde nächstes Mal seine Mission zu Ende führen und dann mal jemand anderen mitnehmen. Oh Mann. Na, lebst du wieder? Dann lass mal die Doppellaufige wegtun. Die soll ich dir wegnehmen, nicht wahr? Ich könnte noch eins von den Dingern vertragen, falls du noch welche hast. Naja, eigentlich für dich nicht. Psst. Okay, was? Doppellaufige Schrotflinte. Schrotpatron hat nämlich zwei Stück. Die nehme ich dir jetzt mal weg. Die Schrotflinte nehme ich dir auch weg. Soll ich tun? Ja, nimm die. Nimm die. Kronkorkenpatronen sind schön. Kronkorkenpatronen. Können wir schlafen mal in der Runde? Ah, dann lädt das wieder. Dann hau ich mir lieber das rein. Inventar. Hilfsmittel. Redway. Hier wird doch irgendwo einer. Jo. Den nehmen wir mit. Was hat er das denn? Ein Beweglichkeit und eine Wahrnehmung hat das Ding. Das ist schön. Werde ich mal drauf zurückkommen. Irgendwann mal. So, was haben wir hier hinten noch? Ein Kühlmittel. Die hatten mir schon ihre Patronen gegeben. Links oder gehen wir rechts rum? Mal rechts rum. Hey, was gibt's? Hier. Verstehe. Thank you.
dort drüben. Oh, es entdeckt wird. Aha, wo geht's denn hier hin? Untersuche. Es war so klar. Backpack öffnen. Bist du eigentlich nicht zu retten? Du wirst immer entdeckt. Ich muss irgendwie dich wieder ausbügeln. Da. Sein. Oh, das ist doch eine Vault, ist das doch. Das sieht mir ganz nach einer Vault aus. Hat er aber auch, glaube ich, gesagt. So, was macht der denn hier? Was, die Vault? Ich weiß nicht, was eine Vault hier macht, du. Da wollen wir doch die Vault mal öffnen und mal reinschauen. Hallo. So, wollen wir mal gucken. Was haben wir denn hier so? Zigaretten haben wir hier. Jetzt hochgeht. Voltec Terminal. Willkommen, Mitarbeiter. Privat nur für wissenschaftliche Mitarbeiter. Nach vielen Monaten der Vorarbeit freuen wir uns sehr, die technische und wissenschaftliche Mitarbeit im neuesten Komplex der Voltec-Familie begrüßen zu dürfen. Vault 114 oder auch 114. So wie sie wollen, wir möglichst bald diese neueste Unternehmung beginnen. Aber noch sind wir nicht so weit, dass wir die große Zahnradtür für die neuen Bewohner öffnen können. Ihnen ist vermutlich aufgefallen, dass wir hier für die Bauarbeiten externer Hilfe angeheuert haben. Das liegt an der Besonderheit der Lage. Durch die Verwendung der ehemaligen Park Street U-Bahn-Station verringern wir nicht nur die Dauer der Arbeiten, sondern auch die Kosten. Zudem eignet sich diese Lage perfekt für die Beobachtungsstudie dieses Walls, zu dem wir später ein eigenes verschicken werden. Memorandum. Bis zur Fertigstellung werden sich aus diesem Grund allerdings auch zahlreiche Zivilisten in diesem Bereich aufhalten. Es ist an Ihnen, die Sicherheit von Vault 114 zu gewährleisten und das Experiment vor neuartigen Blicken zu schützen. Neugierigen. Der Feind hört mit und sogar so für ihre und sorgt so für ihre Entlassung und eine mögliche strafrechtliche Verfolgung. Nochmals herzlich willkommen. Privat, nur für wissenschaftliche Mitarbeiter. Dieses Memorandum ist nur für Mitglieder der
114 Wissenschaftsabteilung und Personen mit entsprechender Freigabe bestimmt. SL4 oder höher. Alle anderen müssen diesen Termin sofort verlassen und den Verstoß dem Aufseher oder einem Mitglied des Worldtech-Sicherheits melden. Vielen Dank dafür, dass Sie sich selbst anschwärzen, damit wir Sie umbringen können. So, Sozialwissenschaftsabteilung. Wir, wie bereits in Ihrer Einweisung erwähnt, ist Ward 114 für hochrangierte Mitglieder der kommunalen und der Staatsregierung, lokalen Staats- und Geschäftsleuten sowie einer der Familien bestimmt. Deren zukünftige Bewohner wissen, dass sie nur mit anderen Mitgliedern von Bostons Oberschicht zusammenwohnen werden. Allerdings werden die Annehmlichkeiten dieses Walls den zukünftigen Bewohnern stark übertrieben dargestellt. Mehrere Familien werden zufällig ausgewählt, zusammen in einem Ein-Zimmer-Apartment leben und wohnen müssen. Speiseräume und Badezimmer werden gemeinsam genutzt. Die Ausstattung ist minimal. Zudem suchen wir derzeit Kandidaten für die Position des Aufsehers. Unser Ziel ist es, jemanden auszuwählen, der keine Erfahrung in leitenden Positionen hat und zudem Autoritäten möglichst kritisch gegenübersteht. Die Personalabteilung hat gemeldet, dass mehrere passende Kandidaten gibt. Indem wir den Bewohnern den Luxus und die Macht nehmen, die sie an der Oberfläche besaßen, können wir hoffentlich ihre Reaktion in belastenden Situationen beobachten. Vermeiden Sie es daher unbedingt, die Autorität des Aufsehers während des Experiments zu untergraben. Selbst oder gerade dann, wenn das zu psychischen Beeinträchtigungen, Bloßstellung oder Verletzungen bei den Bewohnern führen könnte. Vielen Dank, Ihr Wanted Management. Ja, ja, das sind schon so komische Menschen. Jede Sekunde, die du dich versteckst, werde ich nur wütender. Und deswegen werde ich mich jetzt dir auch zeigen. Und deswegen werde ich mir dir auch zeigen. Süßkuchen, danke. Erinnert mich an ein anderes Font. So. Ich will das mitnehmen. Was willst du denn damit nicht? So. Also, meine Frage. Warum zum Teufel würde jemand einen Vault in eine U-Bahn-Station bauen? Der Ort hier ist doch das Gegenteil von luftdicht. Weil die nicht vorhatten, ihn zu benutzen, Trottel. Vor dem Krieg haben wir ständig solche krummen Dinger abgezogen. Man schnappt sich ein paar Jungs aus der Gewerkschaft für einen Baujob, der nie endet. So bleiben alle auf der Gehaltsliste. Alter, Preston. Hey, sag mir einfach wo. Los, geh dahin. Position. Ist geh so dahin. Gut wie erledigt. Danke, Preston, dass du... Was? Nein, ich hab den Kopf nicht getroffen. Alles deine Schuld, Preston, weil ich dich immer befehligen muss. Stehst du hinten rum und kommst nicht. Ofenhandschuhe auf. Blitzhut. So, ich glaube, wir haben es geschafft. Wir haben Nick Valentine gefunden. Oder auch nicht. Hören wir erstmal den da hinten aus. Wollte ich gerade sagen. Dass ich einen Herzinfarkt kriege? Hier ist nichts. Aber ich will eigentlich den da. Wahrscheinlich zuerst. Der ist weiter weg. Komm schon. Bleib doch stehen. Wer? Ich glaube, ich hab hier drüben was. Oh, ich habe ja leichte Munition bekommen. Kann ich ihn ja mal richtig schön töten damit. 45er mal jetzt. Ist das ein 45er? Ist das auch 45er? Muss ich mal nachgucken. Ich würde gerne noch mal kurz Waffen gucken. Einmal kurz, das ist eine 10mm Pistole, nicht 45er.
Oh, es ist schön, dass wir da wieder so ein bisschen Munition für haben. Ich nehme mal trotzdem noch sparen, glaube ich. Geht's denn hier hin eigentlich? Hier ist gar nichts, oder? Was denn? Bist du echt so dumm? Oh, ja! Bist du echt so dumm? Soll ich hier rüberspringen? Macht man doch einfach so, wenn man sterben möchte. Dabei. Ja, ein paar waren davon gut, manche ja nicht so. Das Geld nehme ich mit. Glühbirnen nehme ich mit. Superkleber. Dann zeig mal, was du drauf hast, du harter Bursche! Tech Terminal. Willkommen Mitarbeiter, privaten Wirtschaft. Der Plan hatten wir schon gelesen. Nehmen wir nochmal wieder einen. Aber hier wohnt jetzt Nick Valentine, wa? Ja, sieht so aus. Sieht so aus, als hätten wir ihn doch mal gefunden. Das lädt nämlich. Es könnte ein gutes oder ein schlechtes Zeichen sein, es ist aber eher ein was. Was? Jetzt schon wieder. Klingt alles gut. Spüllappen. Na, Valentine, wie geht's? Hast du Hunger? Willst du einen Happen zu essen? Laber nur weiter, Fleischklops. So hat Skinny Malone mehr Zeit, sich zu überlegen, wie er dich kalt macht. Erzähl keinen Mist, Valentine. Du hast doch keine Ahnung von irgendwas. Ich habe gesehen, wie er deinen Namen in sein schwarzes Buch geschrieben hat. Mieser, kleiner Kartenbetrüger waren, glaube ich, seine Worte. Dann hat er den Namen dreimal durchgestrichen. So, haben wir ihn doch endlich. Endlich haben wir es geschafft. Hier nochmal alles durchsuchen. Hey, du da! Ich weiß nicht, wer du bist, aber wir haben 3 Minuten, bevor die merken, dass der dämliche Muskelberg nicht wieder zurückkommt. Mach die Tür da auf! Na gut. Du musst das Terminal da hacken. Muss ich das? Er hat doch ein Passwort dabei gehabt. Nummer 10, Türschau. Nummer 10? Ja, Nummer. Ja, der ist Nummer aufgerufen. Okay. So. Ich werde mal hier mit ihm reden noch, ja. Der sieht auch nicht gut aus, war? Ah, mein strahlender Ritter. Aber oh. Die Frage ist doch, warum kommt er den weiten, gefahrvollen Weg, nur um einem alten Privatdetektiv zu helfen? Ganz ehrlich, du siehst aber nicht aus wie ein Mensch. Was bist du? Was bist du? Wie gesagt, ich bin Detektiv.
Klar, die Haut und die Metallteile sind nicht sonderlich vertrauenerweckend. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Im Moment interessiert mich nur, warum du dir die Mühe gemacht hast, mich zu befreien. Suche einen Mörder. Sean finden, das ist kompliziert. Mein Sohn, Sean, ist verschwunden. Er wurde entführt. Aber ich weiß nicht von wem. Oder wann. Ein oder entführtes wann? Kind, ja. Dann bin ich genau der richtige Mann. Wenn auch am falschen Ort. Ich sitze hier seit ein paar Wochen im Bau. Hat sich herausgestellt, dass die vermisste Tochter, die ich suchte, gar nicht entführt wurde. Sie ist Skinny Malones neue Flamme. Und sie ist ein fieses Miststück. Aber egal. Du hast ein Problem und ich helfe gerne. Aber nicht jetzt. Wir müssen hier raus. Dann reden wir. Folge Nick Valentine. Speichern wir erstmal hier an der Stelle. Wir können natürlich noch ein bisschen Gaunts folgen. Leute hier waren früher kleine Gauner. Von größeren Fischen aus. Aber hier ist ein Wackelpuppe. Perfekt. Ja, Mann. Oh. Okay. Ja, den möchte ich mitnehmen. Oh, Einstellungsgespräch. Du hast bestimmt deine Gründe, aber für mich sieht das nach Schrott aus. Ein leerer Wolf. Das perfekte Versteck. Ich kann auch nicht so schnell. Ich muss solche Sachen durchsuchen. Wie schön. Klebeband ist gut. Der Ventil nehmen wir auch mit. Ist schon klar, dass ich alle umgebracht habe, oder? Ich glaube nicht, dass hier noch einer lebt. Ich glaube ja nicht, dass hier noch irgendeiner lebt. Geschafft. Klebeband ist immer gut. Moment, da kommt jemand. Da sind sie ja. Also, wie erledigen wir das? Er muss doch nur nach dem Gefangenen sehen. Wofür braucht er denn bitte so verdammt lange? Hey, Dino, lass den Detektiv in Ruhe und komm hier rüber. Wo zur Hölle steckt der? Wir sind nicht allein. Aber die ausnehmen darf ich auch noch, oder? Mal gucken, was das ist. Das ist echt nicht gerade schön hier. Komische kleine Wald. Die harte, laute Tour, was? Nun, solange es klappt. Klar. Ich das hier putzen darf. Lang es klappt, ne? Die Tür hier ist im Eimer. Mal sehen, ob ich sie aufbekomme. Bekomme ich nicht auf. So, jetzt. Das geht deutlich einfacher, wenn das Schloss nicht auf der anderen Seite ist. So, und wo Nick Valentine uns hinbringt, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Und dann sage ich auch an dieser Stelle wieder, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen oben da. Wenn nicht, dann nicht. Dann eben nicht. Ja, und die Frage ist ja auch... Er kann sich schon wieder beamen. Die Frage ist ja auch, was ist er überhaupt? Er sieht für mich aus wie ein Synth.
Naja, bis dann. Tschüss.